Hi, Markus von der Zwergenfestung wieder hier. In diesem Dwarf Fortress Tutorial geht es um die Getränke bzw. die Alkoholproduktion, damit euren Zwergen ein gesundes, langes Leben gewiss ist. Zur Abwechslung ist das aber mal ein, zumindest in den Grundzügen, einfach zu verstehendes Thema, welches ich euch gleich nach dem Intro vorstellen werde. Also, Prost! Das hier ist übrigens Energy Drink. Fangen wir in der Supply Chain mal hinten an. Wir wollen Wein, Bier oder Whisky herstellen. Das kommt alles aus einer Brennerei. Damit die Brennerei etwas verarbeiten kann, brauchen wir aber Ausgangsmaterial zum Destillieren. In Dwarf Fortress gibt es 44 Pflanzen und 32 Früchte, aus denen Alkohol gewonnen werden kann. Unter den Pflanzen finden wir beispielsweise Reis, Kartoffeln oder Radieschen. Unter den Früchten finden wir Äpfel, Blaubeeren, Pflaumen und so weiter. Auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten zum Brauen, welche man auch nutzen sollte, da sonst die Gefahr besteht, dass die Zwerge durch eine nicht abwechslungsreiche Getränkeauswahl genervt werden. Neben der Tatsache, dass jeder Zwerg sein Lieblingsgetränk hat, wodurch er einen Stimmungsboost erhalten könnte. Es besteht auch die Möglichkeit, Met aus Honig herzustellen, was aber nicht unter das Brauen fällt und wofür wieder andere Voraussetzungen gelten. Das schauen wir uns mal in einem anderen Video an. Selbstverständlich würden Zwerge auch mit Wasser überleben, jedoch arbeiten sie mit Wasser immer sehr langsam. Wenn wir unsere Zutaten beim Umwandeln in Alkohol verwenden wollen, benötigen wir aber auch etwas zum Abfüllen. Der Klassiker hierfür ist immer noch das simple Holzfass, welches uns der Zimmermann herstellt. Es ist aber auch möglich, Kannen oder Töpfe, welche als Pots oder Large Pots bezeichnet werden, zu nutzen. Diese können aus Stein, Glas, Metall oder Keramik bestehen und werden im Craft Dwarfs Workshop, beim Schmied, im Glasschmelzofen oder im Brennofen hergestellt. Diese sind aber immer schwerer als Fässer und können daher nicht so schnell transportiert werden. Für den Anfang sollten wir uns aufs Holzfass konzentrieren. Aber wo kommen denn nun die Zutaten her? Früchte und Pflanzen können meist an der Oberfläche gesammelt werden, wenn die Umwelt es zulässt. Das Sammeln geht schnell und erfordert keine besonderen Fertigkeiten. Eine langfristig bessere Lösung ist allerdings, die Pflanzen selbst anzubauen. Dazu wird ein Feld angelegt und dort vorhandene Samen angepflanzt. Diese können aus dem Anfangsbestand beim Siedeln oder aus gegessenen oder beim Brauen verwendeten Früchten stammen. Fangen wir also wieder vorne an. Da das Anpflanzen ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, beginnen wir damit. Unter Building finden wir den Farmplot. Die Farm kann ausschließlich auf Erdboden, Schlamm oder Lehm gebaut werden, welchen wir aber normalerweise direkt unterhalb der Oberfläche finden sollten. Mit U, M, K und H stellen wir die Größe der Farm ein. 10x10 Felder ist die maximale Fläche, die eine zusammenhängende Farm groß sein kann. Allerdings erhält man dadurch eine bereits enorm große Farm. Nach der Platzierung müssen wir erst einmal auf die Konstruktion durch einen Zwerg mit dem Farming Field Skill warten. Nachdem die Farm erstellt wurde, können wir bestimmen, in welcher Jahreszeit wir welche Pflanze anbauen wollen. Wir können bei jeder Jahreszeit die Auflistung der derzeit anbaubaren Pflanzensamen sehen, die auch in der Saison wachsen können. Zur Einfachheit nehmen wir in jeder Jahreszeit die gleiche Pflanze, und zwar Plump Helmets. Das sind violette Pilze, welche man ganzjährig anbauen kann und die zudem an schnellsten wachsenden Pflanzen gehören. Nun erstellen wir dazu noch eine Brennerei, welche wir auch unter Buildings finden. Ein Zimmermann soll unseren Vorrat für Fässer aufstocken. Zur besseren Veranschaulichung lege ich nun noch drei Läger an. Eines für geerntete Pflanzen und Samen. Eins für Leerfässer
und ein drittes für die Getränke. Bei allen drei Lägern sollte die Einstellung Max Barrel auf Maximum stehen. Beim gemischten Hauptlager deaktiviere ich gleichzeitig diese Tüten, damit wir für die Demonstration maximale Transparenz haben. Und bereits jetzt wird das Feld bewirtschaftet. Nachdem die Samen gepflanzt wurden, kann man mit etwas genauerem Hinsehen erkennen, wo bereits Samen liegen. Während die Pflanzen Zeit zum Wachsen benötigen, fangen wir schon mal mit dem Brauen und dem Bau von Fässern an. Das machen wir aber, da das nicht unkontrolliert passieren soll, über einen Manager, welchem ich noch schnell ein Büro einrichten muss. Auf Details zur Arbeit des Managers werde ich hier in diesem Video nicht eingehen, da ich das in einem vorherigen Video bereits ausführlich erklärt habe. Ich richte also zwei Bestellungen ein. 10 Fässer, wenn weniger als 10 Leerfässer verfügbar sind. Und 50 Mal Brew Drink from Plant, sobald weniger als 20 Getränke verfügbar sind. Ab nun heißt es warten und zusehen. Die Fassproduktion läuft umgehend an. Da ist nun auch der erste Pilz gewachsen. Sofort wird er geerntet und auf den dafür vorgesehenen Lagerplatz gebracht. Der Auftrag fürs Brauen ist nun auch aktiv. Der Brauer kommt vorbei und holt sich ein Plum Pale mit von einem Lagerplatz und zudem ein Fass vom anderen und legt umgehend los. Das befüllte Fass wird auf den dritten Lagerplatz gelegt. Bei den befüllten Fässern fällt auf, dass bislang alle mit 5 Einheiten Wein befüllt sind.
Das hört sich erst einmal gut an, ist aber nur die Mindestmenge, die beim Brauen entsteht. Aus einer Pflanze entstehen immer 5 Einheiten des Getränks. Die resultierende Menge hängt von der Größe des verwendeten Stapels der Pflanze ab. Ein Stapel kann auch aus 3, 7 oder 10 Pflanzen bestehen. Ein Stapel von bis zu 5 Pflanzen kann vom Brauer verwendet werden. Größere Stapel, zum Beispiel 7, werden vom Brauer unterteilt in 5 plus 2 Pflanzen. Die 5 Pflanzen ergeben jeweils 5 Getränke, also insgesamt 25 Weine. Diese Menge landet beim Brauen ebenso im gleichen Fass und stellt damit die effizienteste Menge dar. Warum werden denn dann nicht nur 5er Stapel verwendet? Das liegt daran, wie gut die Farmer sind. Der Skill beim Anpflanzen muss möglichst hoch sein. Das erhöht die Chance, dass beim Ernten eben nicht nur ein Pilz, sondern eventuell 5 auf einmal herauskommen. Jede Menge Größe 1 sorgt auch gleichzeitig dafür, dass beim Brauen auch mehr als ein Samen abfällt und somit mehr Samen zum Anbauen größerer Flächen zur Verfügung stehen. Auch das Düngen von Feldern mit Pottasche gibt bei der Produktion einen Boost. Während die normale Produktion bis zu 6 Pflanzen pro Ernte bei einem Profifarmer ermöglicht, können mit Dünger nochmal 1 bis 3 Pflanzen hinzukommen, was besonders bei einer neuen Festung sehr von Bedeutung sein kann, da man so seinen Ertrag mal schnell verdoppeln kann. Als letztes noch ein paar weitere Tipps fürs Brauen. Erstens, um möglichst schnell an Pflanzen zu kommen, einfach mal an der Oberfläche großflächig Pflanzen sammeln. Mit etwas Glück ist dort schon einiges zum Brauen dabei. Zweitens, wenn in den allgemeinen Order-Einstellungen konfiguriert ist, dass nur Farmer ernten dürfen, anstatt aller Zwerge, dann kann damit der Skill des Farmers schneller verbessert werden. Drittens, falls schon eine Küche existiert und Getränke Mangelware sind, dann am besten in der Einstellung der Küche konfigurieren, dass die zu brauende Pflanze bloß nicht gekocht wird. Eine leckere Mahlzeit ist zwar auch wichtig für die Bevölkerung, allerdings werden beim Kochen die Samen der Pflanzen zerstört, wodurch ein weiteres Anpflanzen und besonders ein Züchten der Pflanzen unmöglich wird, während die Zwerge gleichzeitig verdursten. Viertens, wie viele Getränke sind denn wohl notwendig? Als Faustformel kann man sich merken, dass pro Zwerg 5 bis 7 Getränke pro Saison benötigt werden. Bei einer Bevölkerung von 50 Zwergen sind pro Jahreszeit 5 bis 7 mal 50, also 250 bis 350 Getränke pro Saison oder 1000 bis 1400 Getränke pro Jahr notwendig. Damit kann man im eigenen Ermessen einen entsprechenden Vorrat mithilfe der Produktionssteuerung über den Manager aufbauen und auch mal ein halbes Jahr oder Jahr ohne jegliche Produktion auskommen. Eine fortwährende, meldebestandsbezogene Produktion zur Aufrechterhaltung eines gewissen Pegels, ja, auch eines Alkoholpegels, ist aber die beste Methode. Fünftens, legt man anstatt eines großen Farmplots mehrere kleine an, so hat man etwas mehr Flexibilität bei der Auswahl der Pflanzen. Oft wird die Größe einer Farm unterschätzt, da diese bei guter Bewirtschaftung ziemlich viel produzieren kann. Und sechstens, nicht alles wächst überall. Die Pflanzen sind einerseits abhängig vom Biom. Manche Pflanzen möchten zudem im Dunkeln angebaut werden, wie die Plump-Helmets, manche im Hellen. Die Pflanzen, welche im Hellen angebaut werden müssen, müssen nicht zwingend draußen angebaut werden. Es kann auch das darüberliegende Dach entfernt werden, so dass Licht ins Innere der Festung scheint. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich schätze mal, mit Hilfe der Anleitung solltest du kaum noch Probleme haben, deine Zwerge mit genügend Alkohol zu versorgen. Falls doch, schreib mir doch unten in die Kommentare. Aber vielleicht hast du etwas für deine Festung mitnehmen können. Ich würde mich über ein Like und ein Abo für meinen Kanal freuen. Denk dran, in YouTube die Glocke zu aktivieren, wenn du über neuen Inhalt benachrichtigt werden möchtest. Nachdem die Zwerge nun mit Getränken versorgt sind, schauen wir uns im nächsten Teil an, wie sie auch etwas zu futtern auf den Tisch bekommen. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal.